Somebody stop him. Yes, somebody stop. Not yet. Hallo meine Lieben! Ja, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Heute ist Sonntag. Letzte Tage in Eschwege. Ich bin gerade aufgestanden. Genau, wir machen uns jetzt fertig. Ich habe mich schon umgezogen. Und Felix chillt noch im Bett. Genau, wir müssen jetzt hier noch alles fertig machen, wir müssen mich gleich schon auschecken sozusagen. Genau, vielleicht muss ich erstmal anziehen. Und dann, den Koffer habe ich gerade schon gepackt mit eigentlich ein paar Sachen und dann müssen wir noch, also ich muss gleich noch Haare kämmen und halt Zähne putzen und so. Dann müssen wir die Kleinen anziehen, die ganzen Sachen liegen ja auch noch. Wollte ich eigentlich gestern Abend schon machen, aber ich kann mich immer noch nicht dazu entscheiden, was die anziehen, weil ich habe Benettons weißen Body vergessen. Und das wird voll bescheuert, weil Mel hat nur einen rosa. Ne? Also ich habe ihn auch vergessen. Das ist nicht so cool. Das kommt in den Rucksack, genau. Was? Okay. Da steht noch eine Flasche Wasser, die kannst du auch noch drin. Was? Ausgezeichnet. Ja. Aber lass mal was übrig, ich will auch noch was. Okay. So, dann haben wir hier noch. Das ist leer. Warum lässt du das denn auf? Das ist nicht leer. Ja, aber warum lässt du das denn auf? Das wird doch pappig dann. Wieso auch? Ja, weil die Tüte auf ist über Nacht. Bitte. Oh, ich habe den Schulter gefunden. Den wollte ich euch gestern noch zeigen. Ich kann hier unten mal rein. Genau, kann das noch rein? Erstmal müssen die Flaschen rein. So, dann haben wir das schon mal alles eingekauft. Genau. Perfekt. Bin begeistert. Schon mal ein Teil fertig. Koffer müssen wir gleich packen. Ist ja auch nicht mehr so viel. Die Tasche muss ich auch noch packen. Oh, und dann ganzen Naschis. Müssen wir auch noch reinpacken. Aber das kommt. Kann ja eigentlich auch in den Rucksack, ne? Ich habe hier meine coole Naschi-Box bekommen. Guck mal, guck dir vor allem mal dein Kissen an, ja? Du hast es entzogen. Schau das mal an, ja? Das Kissen ist eigentlich orange. Nein, er hat den Bezug aber mit der Nase abgemacht. Vor allem, wie hast du ihn aufgekriegt? Das ist ein Reißverschluss. Wie hast du den aufbekommen? Oh, das hat man sich vergessen. Oh mein Gott. So, ich muss jetzt noch kurz in den Müll wegräumen, den wir gerade fabriziert haben. Und, dann... Oh, das ist perfekt. Kann ich gar nicht so weit stopfen hier. Genau, dann, ich habe gerade irgendwie schon die Rollläden hochgemacht. Ich war ein bisschen früher wach, als der Wecker uns geweckt hat, weil unsere liebe Zimmernachbarin schon seit 6 Uhr wach ist und meint, sie muss duschen, ihre Haare föhnen, ihren Koffer durch die Gegend schmeißen. Aber kein Problem. Das ist irgendwie so eine Aussicht, falls ihr das gestern nicht gesehen habt. Wie sieht es aus hier? Da ist, glaube ich, irgendein Apartment, also kein Hotelzimmer, sondern irgendein Apartment. Total cool, die haben nämlich eine richtige Küche und ein richtiges Bad und so. Vielleicht sind das auch ein Haus, die da wohnen. Ja, das kann auch sein. Ein bisschen Frischluft. Hier sind übrigens unser Mini. Wow, Alter, wie kalt ist das denn? Ja, so sieht das hier aus. Oh, ist voll kalt. Doch, keine Frischluft. So Leute, ich habe mir jetzt schon meine Haare gekämmt. Aber ich möchte was trinken. Und ich habe gerade Schokolade gegessen. Schokolade? Nicht geht über Schokolade. Zum Glück habe ich die Kamera umgedreht. Ja. Was hättest du gemacht, mein Lieber? Ich hab ganz gewartet, weil du sie ja nicht umgedreht hast. Aber wenn der Herr sich in die Gang gezogen hat. Oh mein Gott, wir haben eine Sauna. Boah! Das ist viel zu warm hier drin. So. Ich stelle jetzt mal hier oben hin. Das ist voll schön hier. Das Licht ist perfekt. Sollte ich einfach so ein YouTube-Video drehen? Das wäre perfekt, oder? So ein paar Hände waschen. Ich hasse das morgens. Das muss ich immer erst meine Hände waschen.
Das kannst du mir mal ein kleines Handtuch bringen. Okay. Gut, dass ich schon wieder rauchen kann. Das ist schön. Genau, Dann habe ich hier mein Micellenreinigungswasser. Die Hose an und einen Body. Ja. Du meinst gestern nur, das war auch immer abgeschlossen. So, du kannst das hier schon mal mit deinem Kopf machen. Ah. Ich denke mal, ich weiß, wo ich es abgeben kann. In der Gaststätte. Die hat nämlich auch jetzt gerade Frühstück ist da. Ich muss übrigens auch bis 10 hier draußen sein. Was? Da ist Frühstück. Hier unten. Und bei der Rezeption. Hast du nicht gelesen? Ich muss noch ein Dings und dann haben wir es. Keine Ahnung, ich ziehe sie gleich ordentlich an. Nee. Sieht sehr super aus. Oben brauchst du nicht, aber sonst an. Hätte ich doch gleich nach vorne. Das sieht ja schlimm aus. Ich kann mal so nicht stehen. Ich hätte doch mal so einen grauen Body. Denkt man, man hat zu wenig dabei. Hat aber wirklich zu wenig. Hat wirklich zu wenig dabei. Schatz. Nein, das sind Schuhe. Babyschuhe. Schick, schick, oder? Schick. Ja, sehr schön, einpacken. Dann, Kamera geladen, kann man schon reinschauen. Kamera kannst du drücken. Jetzt können wir sie stalken. Nein, hier ist Tag. Weißt du, da seid ihr mal pünktlich, ne? Und dann kommen wir zu spät. Ja, Mama hat sich total verquatscht mit unserer Pensionsleiterin. Wir sind nur so pünktlich, weil wir extra Taxi nehmen müssen, wieder. Ja, ne, ich dachte mir nur so, ey, ich guck da auf die Uhr. Mama, wenn du sie wieder einfach 2 Minuten bleibst, dann knipp ich auf. Ja, und dann war es 17 Minuten. Dann hat sie mir total den Stress gemacht. Und ich dachte, schön, du verquatscht dich und dann hab ich den Stress. Wo wir deine Mutter jetzt sind? Die fährt jetzt wieder in die Pension und setzt sich an ein Buch und malt. Okay. Heute mal mit Schnuller. Oh. Wobei er eigentlich gar kein Schnullerkind ist. Ich muss noch mal zum Igor aus dem Grund, weil er diese Plakette, die ja eigentlich jeder Läden hier bekommt, wo draufsteht, was er für ein Bausatz ist. Dann gewinnt er auch hin. Die war nicht dabei. Ich meine, es kann auch sein, dass ich die gar nicht bekomme. Das Zertifikat, oder? Weißt du, was ich meine? Das Zertifikat? Ja, das Zertifikat, genau. Ja, dann musst du mal in jeden fahren jetzt. Ich meine, es kann auch sein, dass ich ein extra Zertifikat mache. Das macht man ja, auf jeden Fall waren gestern noch ordentlich shoppen. Das war das Einkleiden. Ich habe eine Frage. Wenn sie es findet, dann schickt sie es mir zu. Gut, dann holen wir es. So, ich lege ihn erstmal kurz ab, ich muss mich mal ausziehen. Ich lege ihn irgendwo hier rein. Kurz drauf, warte, hier ist perfekt. Ja. Oh, er hat die coole Hose an. Ja. Ja. Und er hat den Body an, den. Oh.
Er hat auch so einen. Ja, stimmt. Oh, den fand ich ja auch so toll. Den hat ja, glaube ich, wer hat den auch? Ich glaube, Lari hat den auch für Jonathan oder hatte ihn mal irgendwie so. Ja, heute alles ziemlich spät geworden. Ja, ganz gut schon. Oder? Ja. Ach, ich lass dich einfach reden. Kinderwagen wegen Babyüberfüllung geschlossen. Aber wir sind ja noch gut mit unseren drei Babys. Die gestern hatten ja 8 Babys in einem Kinderwagen. Ja. Genau. Punkt 1 muss ich dann wieder da vor Ort sein. Also unten stehen. Und in der Zeit darf ich mich frei bewegen. Okay, dann können wir gleich nochmal in die anderen Hallen. Genau, das würde ich auch sagen. Nee, das sah gerade vom Fernseher aus. Das ist, glaube ich, gut. Ah, du darfst alles. Genau. Okay, verzichtig. Boxen mit Mina. So. Ich glaube, sind wir schneller. Ende November nehme ich unser Schild wieder rein. Und dann also gestern war hier die Bude voll. Ja. Sind alle überall hingestürmt. Okay. Naja, das war aber schon eigentlich fast klar, dass Sonntag dann eigentlich alles ziemlich ruhig zugeht. Ja, aber ist auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall finde ich auch. So hat man nicht so diesen Zwang, immer ständig zu fragen, darf ich durch? Und ja. Kommt einfach überall durch. Er hat auch das Set an. Mhm. Das sehe ich jetzt erst. Ja, ich bekomme zu Ostern, also nächstes Jahr, eine Kette auch für ihn. Okay. Fertig. Meine Kundin hat mir abgesagt. Toll. Meine Kundin hat mir abgesagt. Hey. Die hat da zwar so breite französische Bänder. Kann ich jetzt auch nicht sagen, das gehört man dann auch noch. Ich dachte mir nur so, wo bleibt. Ja, vor allem, weil dieses Jahr der Sommer ja auch nicht wirklich war. Also nicht so extrem halt mit richtiger Hitze. Nee, gar nicht eigentlich. Also es gab schöne Tage auf jeden Fall, auch mit viel Sonne, aber so richtig schön, so mit wirklich 30 Grad, war es selten. Komm, wir gucken uns nochmal die richtig drauf. Ja. Ja. Gucken wir gleich. Ja, das stimmt. Ich lasse mal die anderen Babys gucken. Alter, war auch süß, oder? Ich muss mal gucken gleich. Warten wir mal hier. Ich gehe auch mal gucken, wieso wir gestern auch zweimal einfach nur dran vorbeigegangen. Ja.
ganz hinten durch und dann eben von hinten nach vorne arbeiten wir uns hier. Doch, für den Fobi. Alles klar. Wer hat jetzt sein Kind verkauft? Irgend so eine Dame. Hier bin ich auch noch nie gelaufen, weil hier manchmal war. Mal den Schnuller blauen. Fangen wir die Färbung aus und machen gleich. Hier kommen wir zum Schnuller. Ja, wir sind in Eschenwege am Bahnhof. Schon öfters und warten auf den Schienener Nachtverkehr wie öfters und sind enttäuscht, weil er immer noch nicht kommt, wie öfters. Ja. Ich höre aber das, oder? Nee. Also ich verstehe diese Dummheit der Deutschen Bahn nicht, warum sie genau an einem Wochenende, wo eine sehr große Messe ist, einfach den Zug sperren oder beziehungsweise einfach mal denken, okay, wir machen das Wochenende, genau das Wochenende machen wir eine Baustelle. Warum? Also klar, wenn irgendwas kaputt gegangen ist jetzt und wir es unbedingt reparieren müssen, ist es in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass das einfach irgendwas kaputt gegangen ist. Ich glaube, dass sie einfach restaurieren. Ja, aber sie haben auch ein Datum vorher angekündigt. Es hätte bis morgen warten können. Und wenn nicht bis morgen, bis nächste Woche? Oder hätten wir eine Woche vorher machen können? Oder was? Wir morgen, oder beziehungsweise heute Morgen, heute Abend fahren die Züge wieder komplett normal. Und wir haben jetzt so ein Problem und Angst, dass wir unseren Zug in Göttingen nicht kriegen und all so ein Kram. Und ja, das ist wirklich ziemlich bescheuert. Und wir chillen jetzt hier und warten und warten und warten, bis der endlich kommt. Wir haben gerade noch last minute drei Fans getroffen. Ich habe die Kleinen gerade schon angezogen, Jacke an und so. Und dann kamen welche, die sind extra für uns heute nochmal hierher gefahren. Die haben mich gestern... Was? Der Bus kommt, Leute. Kommt, Leute, wir müssen in den Bus. Dass er endlich mal wie versprochen kommen kann. Was bis jetzt? Aber er sagt, er kommt gleich. Nicht im Ernst, ey. Vorfreude, guck, Vorfreude ist scheiße. Nächstes Mal, wenn der nächste Bus kommt, sagen einfach, das ist er nicht. Und dann ist er das. Guck, ist es einfach so. Ja, das war wohl nichts. Warten wir auf den nächsten. So wie es voll das doofe Wetter. Es regnet. Das ist einfach nervig. So, trotzdem mein tolles Armband. Nächste Station ist Nordheim.
könnte jetzt hier ein Polizeibeamter im Zug sich befinden. Der möge bitte mal in den Wagen mit der Ordnungsnummer 2 kommen. Das ist der Fahrradwagen. Vielen Dank. Wir müssen gerade ein bisschen warten, weil, warum? In Hannover, ne? Also wir haben irgendwie 10 Minuten Aufenthalt gerade. Fahren 10 Minuten weiter. Gesundbrunnen, das habe ich schon mal gehört, wo ist das? Irgendwo im Süden. Ja, also wir warten gerade. Hier. Die Babys sind gegenüber, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das ist total cool. Wir haben so einen Viererplatz. Kinderwagen steht gegenüber von uns und ja, wir haben die Kleinen direkt gegenüber auf den anderen sitzen. Ist sehr cool. Und wir haben noch wie viele Stunden Fahrt? 2, ne? 3 sogar. Ja, aber jetzt mit dem Zug jetzt auch noch 1,5. Nein, um 21 Uhr sind wir es da. Also wir haben schon gleich 7. Dann 2,5. 2,5 Stunden noch. Ich zeige jetzt mal kurz die Kleinen. Also erstmal steht unser Kinderwagen da. Da steht er so. Und da unten ist unser Koffer. Und hier sind die Kleinen. Stehen hier so. Wenn wir das wegmachen. Da. Oh, mein Schal liegt auf dem Boden. On the ground. Das ist ein Pilz am Schal. Das hast du Pilz am Schal. Pilz am Schal? Ja. Schlecht, ne? Schaut mal. Der Kleine hat ein Iro. Wie nennt Frau Dings das? Punky. Er hat eine Punky-Frisur. Ist das nicht so? Wir werden jetzt aber seine Haare kämmen. Jetzt haben wir immer Ruhe, dann können wir das einmal kurz machen. Das ist nämlich ganz gut. Thank you.